Herzlich willkommen zurück zu Lego Fluch der Karibik im freien Spiel und wir starten mit dem Kapitel 1 des zweiten Films. Und ich hoffe, dass es diesmal etwas schneller geht als beim letzten Mal. Da hat doch die Folge sehr lange gedauert und ich hatte eigentlich ursprünglich gehofft, dass das, dass es da gerade im letzten Kapitel des letzten Films etwas schneller geht. Aber nein, es hat richtig lange gedauert und ich hoffe, dass das jetzt nicht mehr der Fall ist. Okay, das war der wahre Pirat. Bevor wir jetzt hier irgendwas anderes tun, werfen wir einen Blick auf den Kompass und haben gleich jede Menge Kram, den wir finden können. Es sieht aber so aus, als wäre das nicht hier oben. Allerdings muss ich das jetzt wirklich bei jedem Teil extra absuchen. Das geht auch nach unten. Was haben wir hier? Das ist auch unten. Und das ist auch unten. Ja, da wird uns jetzt nichts anderes übrig bleiben. Also erst einmal diesem Weg zu folgen. Allerdings möchte ich gerne gucken, was wir hier oben noch haben. Es hilft ja alles. Ich soll da mal rüberspringen. Das ist wahrscheinlich keine... Oh, schaut das geil aus. Da drüben ist was. Ah, da komme ich jetzt dann gleich hin. Okay, alles klar. Ich hoffe, dass ich da wirklich überall hinkomme. Nein, ach so, ich muss in die Kugeln reinsteigen. Okay, alles klar. Und ich komme auch gar nicht anders weg. Also, ich habe gar keine andere Wahl. So. Das Problem ist, dass ich jetzt ja nicht aus den Kugeln so einfach rauskomme. Doch, komme ich. Ach, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. So. Allerdings, ja doch, hier kann ich aussteigen. Das machen wir jetzt auch gleich mal, verdreschen die Eingeborenen und schmeißen dann gleich nochmal den Kompass an. Es blinkt ja auch schon überall wie wild, da werde ich auch gleich... Ja, da war ja im Story-Modus, als ich das hier gespielt habe, der Alex dabei. Wie gesagt, diesmal nicht, der kommt dann erst so wahrscheinlich im nächsten Film. Das ist wohl dann weiter oben, da tut sich gerade nichts. Das auch. Ja, ich bin schon froh, immer wenn ich diese Kompass-Sachen alle abgehandelt habe. Ich bin theoretisch auch ehrlich gesagt... Oh, das geht auch ohne Kugel, okay. Ich bin auch ehrlich gesagt halbwegs froh, wenn ich das Let's Play weg habe. Also wenn ich das durch habe. Jetzt nicht, weil es mir keinen Spaß macht oder so, ganz im Gegenteil. Aber ich bin dann echt jemand, wenn ich längere Zeit an einem Spiel sitze, dann freue ich mich schon wieder auf den Nachfolger. Wobei der noch nicht mal feststeht. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann irgendwas in der Point-and-Click-Richtung wird. Ich habe schon so eine ziemlich klare Tendenz, was ich gerne als nächstes spielen möchte, aber wie gesagt, das dauert noch ein bisschen. Jetzt möchte ich gerade mal kurz gucken, diese Blinkpfeile, ich glaube, die sind alle gerade nicht erreichbar für mich, da bin ich ja gerade hergekommen. Da müssen wir wohl noch ein kleines Stückchen weiter. Wie viel haben wir überhaupt schon? Noch gar nichts. Wir haben zwei Objekte ausgegraben im Story-Modus. Und kein einziges Flaschenschiff gefunden. Da haben wir also noch einiges zu tun. Und hier macht er die Teile nicht kaputt. Jetzt bin ich einigermaßen überrascht. Die sehen doch so aus, als könnte man die kaputt machen. Kann ich da vielleicht eine Bombe werfen oder so? Wahrscheinlich nicht. Das glitzert ja auch nicht. Ne? Nee. Nee, ich kann da auch nicht drauf springen. Merkwürdig. Vielleicht mit der Kugel? Also... Ach ja, mit der Kugel kann ich sie zerstören. Okay, alles klar. Das wusste ich jetzt so nicht. Okay, dann geht es dann da oben weiter. Allerdings möchte ich hier mal gucken... Ob ich da vielleicht noch hochklettern kann? Nee. Da tut sich gar nichts. Okay.
Das wusste ich jetzt wirklich nicht, dass man da aus den Kugeln auch raus kann. Ich weiß, ich kann auch mit den Kugeln da hochklettern. Allerdings möchte ich mich natürlich jetzt erstmal so umgucken. Ich musste jetzt auch gerade dran denken, als ich das Spiel wieder neu gestartet habe. Es ist ja neuer Tag, neues Glück. Dass ich da wieder dran denke, meine ganzen Extras zu aktivieren. So, wo komme ich denn hier hin? Da, okay, alles klar. Es ist alles hier ein bisschen unübersichtlich. Ja, das sollte mir jetzt wahrscheinlich nur sagen, dass ich hier durch kann. Das hätte ich auch so gesehen. Ah, jetzt sind wir hinter dem Wasserfall. Und da ist auch ein Flaschenschiff. Sehr schön. Okay. Dann brauchen wir jetzt wieder Jack und werden gleich nochmal den Kompass anwerfen. Aber ich fürchte, hier werden wir jetzt nichts mehr haben. Kann ich hier noch mal eine Kugel draus basteln oder so? Nee, das, dieses Teil, das will er nicht kaputt hauen. Okay. Man kann wohl da hoch, aber ich schätze mal, das wird auch mit Anna Maria nicht klappen. Nein, das ist nicht hoch genug. Da komme ich gleich noch hin. Nicht richtig. So, sie kann nicht hoch genug schieben. Dann haben wir diese Ecke auch erledigt. Ja, also, ach, Moment, diese Teile kann ich wahrscheinlich mit einer Kugel wieder zerstören. Wo habe ich denn jetzt eine rumliegen? Da unten ist eine. Ich habe die wieder überall liegen lassen, ich weiß schon. Ne, hier oben ist keine. Wo habe ich die denn hingelegt? Ich kann das schon zu Fuß ablaufen, aber kaputt machen kann ich halt damit nichts, ne? Ach, die sind da unten noch. Jetzt ja. Da hole ich mir gleich mal eine. So. Genau. Ja, und damit kann ich die kaputt machen. Aber es bringt mir auch nichts. Es bringt mir noch nicht mal Stats, die ich sowieso nicht bräuchte. So. Wo ist Jack? Jack! Der hat sich da wieder festgepackt. Nochmal schön gucken hier. Oh, da will er gerade nicht drüber laufen. Okay. Ich muss natürlich auch gucken, nicht, dass hier zwischendurch mal... Aber normalerweise erscheint ja auch das Kompass-Symbol, wenn irgendwo was ist, ne? Ja, gut. Hier hinten blinkt auch kein Pfeil mehr. Das ist ganz wichtig, dass ich da nichts übersehe. Im Moment komme ich auch noch jederzeit zurück. Na, komm schon. Ui, der Shepard ist schon. Ah, da haben wir wieder so ein Kugelrätsel. Oh, die mag ich ja total. Das scheint jetzt relativ einfach zu sein. Da muss ich nur in die entsprechende Richtung laufen. Jetzt, Moment, jetzt muss ich gerade gucken, welches ist da die... Nee, ich muss in die andere. Also das ist schon sehr geil gemacht. Ach, da haben wir auch noch ein Kompass-Symbol. Das hatte ich jetzt gar nicht gesehen. So, und wo geht's jetzt raus? Da. Nee, oh, falsche Richtung. Das war jetzt so klar. Oh, und mein Kaffee ist schon fast kalt. Das kann ja nichts werden jetzt. So. Kugel ist draußen. Gibt ein Minikit. Ach, und es war wohl auch das Kompass-Symbol. Denn, jetzt ist es verschwunden. Ja, das war eins der beiden Minikits. Mal schauen, ob hier unten noch irgendwas rumliegt. Hier blinkt auf jeden Fall in der Nähe noch ein Minikit-Pfeil.
Allerdings nicht hier, wo ich jetzt direkt rankomme. Oh, mir fällt gerade ein, ich habe jetzt bei der Aufnahme hier gar nicht meine Toneinstellung überprüft. Ich hoffe, dass das in Ordnung ist für euch. Okay, da würde ich wieder nach unten kommen. Da sind wir quasi gestartet, glaube ich. Oh, ich komme nicht mehr hoch. Ja, okay, dann nehmen wir Anna-Maria und Jack darf selber gucken, wer hinterherkommt. Den kriegen wir schon wieder. So. Jetzt hier rein. Und nach oben. Und dann haben wir gleich das nächste, was wir kaputtballern können. Halt, ich wollte eigentlich Martin, genau. So. Da hinten ist wohl irgendwas, aber noch komme ich da nicht ran. Jack ist uns auch noch nicht hinterhergekommen, der wird wohl doch noch irgendwo festhängen. Ich sehe es schon, wir müssen den wahrscheinlich dann wiederholen, ne? Ist das jetzt hier der reguläre Weg? Nee. Da wäre ich doch gar nicht hingekommen. Das sieht aber schon so aus, als wäre das... Boah, das, wenn ich jetzt wüsste. Ich will mir natürlich nichts verbauen hier, ne? Ist das jetzt hier Bonus? Ja, doch, klar. Das sind ja alles Blackbeard-Objekte. Okay. Ui, und viele, viele Stats. Oh, und eine tolle Gegend hier. Also, das muss man schon mal sagen. Pelagos, du heißt ja das Level. Das ist ja, glaube ich, der Name dieses Stamms. Was haben wir hier? Ein Fernrohr. Ich glaube fast... hallo? Das haben wir doch schon mal gemacht, oder nicht? Ah nee, das war irgendwas mit der Insel, genau. Da haben wir beim Ausgraben zugeschaut. Ja, das war auf jeden Fall ein Minikit. Ja, ist ja gut. So. Und jetzt brauche ich Blackbeard. So, schauen wir mal, ob uns das was bringt hier. Also ich denke mal, dass da am Ende dann auch wieder irgendwie ein Minikit rausspringen wird und halt jede Menge Stats. Oh schön, der ging jetzt gerade... Oh, gleich drei Sachen gleichzeitig, die wir da kaputt gemacht haben. Und da wird dann wohl über den Grill das Minikit erscheinen. So sieht's aus. Das war einfach nur Start einsammeln. Okay, sollen wir auch recht sein? Halt, da bin ich jetzt nicht nah genug dran. Jetzt. Na, es will nicht so richtig kaputt gehen. Ach, da kann ich einfach draufhauen. Okay. So, das hätten wir auch. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es da mehrere Bereiche gab. Ich glaube schon. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal für alle Fälle eine Kugel. Und da drüben... Oh, wenn ich das jetzt wüsste, geht es dann da weiter? Oder muss ich jetzt nochmal nach unten? Ich muss da mal kurz eben gucken. Ich glaube, da drüben geht es regulär weiter, ne? Ich weiß nicht, ob ich da noch irgendwie hingekommen wäre. Ich versuche das jetzt mal kurz eben. Genau, hier komme ich, glaube ich, wieder auf den normalen Weg. Da wäre ich von da unten... Genau, von da wäre ich da rangekommen. Ja, so weit runter wollte ich eigentlich nicht. Ah doch, oh Gott, da waren wir ja noch gar nicht jetzt. Ich glaube, ich muss jetzt gleich doch mal Jack suchen. Weil wir brauchen jetzt gleich unseren zweiten Charakter, damit wir hier weiterkommen. Wo ist er denn? Er hängt immer noch da fest. Kann er als Frau da hochspringen oder muss ich mit ihm jetzt wirklich den ganzen Scheiß... Naja, ich muss das alles nochmal machen. Okay. Ab in die Kugel. So, und wieder nach oben. Moment. Da komme ich doch gar nicht weiter, oder? Kann ich da rüberspringen irgendwo? Nein, das war keine gute Idee. Da muss ich rüber. Ach du liebe Zeit. Ja, Gott sei Dank geht es ja schnell. Man kommt ja schnell wieder hoch. So. Und dann darauf.
Und Blackbeard kommt auch schön brav hinterher. Genau, da waren wir. Hier über die Brücke. Da hoch. So. Und das war jetzt, glaube ich, die Stelle. Genau, das haben wir vorhin kaputt gemacht. Und jetzt müssen wir hier wieder auf den regulären Weg. So. Ich muss gleich nochmal kurz einen Blick auf die Übersicht werfen, wie viel wir jetzt schon haben und wie viel wir noch müssen. So. Das sieht doch gut aus. So, jetzt erstmal kurz raus. Und mit Jack auf den Kompass gucken. Ja, vier haben... Genau, also in diesem Bereich haben wir jetzt alles. Ja, genau, da war... Moment, jetzt muss ich gerade gucken. Jetzt sind wir gerade im Kreis, ja. Nein, das war jetzt nichts in der Sache. So, dann hier rein, wieder nach oben. Es blinkt auch nichts mehr. Ich glaube fast, wir können dieses Level jetzt ganz regulär beenden. Also nicht dieses Level, sondern diesen Bereich. Das funktioniert also auch, wenn man da ohne Kugel reingeht, oder was? Nee, ich brauche auf jeden Fall die zweite Kugel. Ich möchte jetzt nur gerade... Ich muss die mir ja erstmal holen hier. Wo war denn da noch? Da unten liegt noch eine. Okay. Ah, dann nehmen wir halt die. Soll mir auch recht sein. Wie bin ich denn jetzt raufgekommen? Mein Gott, ich spiele hier einen Krampf zusammen. So. Ja, erstmal Blackbeard über den Haufen fahren. Genau. So. Das Problem ist, dass jetzt tatsächlich Blackbeard nicht in die zweite Kugel reingeht. Ich kann jetzt hier auch gerade nicht wechseln. Das ist jetzt ein bisschen doof, ne? Jetzt haben wir schon zwei Kugeln da, aber er benutzt die zweite halt nicht. Und wenn ich jetzt die Wechseltaste benutze, dann steigt er einfach nur aus der Kugel aus. Das ist ja jetzt bescheuert. Also ich bin mir auch fast sicher, man hätte im regulären Spiel, im Story-Modus nicht die Kugel verlassen können. Okay, also Blackbeard rennt jetzt gerade in dem Rad rum. Ach, ich hätte darüber wechseln müssen jetzt, ja. Okay, also ich glaube, es geht auch ohne. So, genau. Jetzt, ja. Lang genug hat es gedauert. Ja, genau, jetzt sind wir wieder da oben. Da wären wir ja auch über diesen Geheimweg hingekommen. Aber ich wollte ja wirklich sicher gehen, dass ich da nichts übersehe. Das machen wir jetzt erstmal alles hier schon kaputt. Auch die Eingeborenen. Die stehen aber, glaube ich, gleich wieder auf. Und Blackbeard kommt gerade nicht hinterher, ne? Ist ein bisschen doof. Kann ich den da irgendwie... Gibt es da nicht eine Möglichkeit, um den Weg frei zu machen? Ja doch, hier so. So, jetzt ja. Jetzt kann er hinterher. Und ich höre schon, dass man da irgendwas... Moment, da ist noch ein blauer Stuff. Ich höre schon, dass wir da gleich irgendwas wieder zusammenbauen können.
Nein, ich fall runter gerade. So. Also jetzt gehen wir hier weiter. Ich steige noch mal ganz kurz ab und schaue noch mal kurz nach. Also wir haben 4 Minikits bisher, aber hier blinkt nichts mehr. Das heißt, in diesem Bereich ist nichts mehr. Und beim Kompass ist alles... wirklich alles? Ja. Da sind 4 Objekte schwarz unterlegt und die anderen 4 haben wir. Das heißt, die kann ich jetzt hier noch nicht holen. So, neuer Bereich. Hier können wir jetzt 2 weitere Objekte holen und es blinkt auch wieder. Erstmal den hier beiseite schaffen, der nervt mich ein bisschen. Halt, was war das denn? Achso, das ist eine Falle. Okay. Und noch eine Falle. Und ein Geborener. Moment, Moment, Moment. Nicht so schnell hier. Ich muss ja erstmal gucken. Das ist wohl ziemlich weit unten. Kann ich da eigentlich auch komplett zu Fuß runtergehen? Moment. Nee, da komme ich dann über den Abgrund nicht drüber. Okay. Was ist mit dem hier? Das ist auch weiter unten. Okay. Kugel holen. Und die Minikits, die blinken eigentlich auch alle weiter unten. So. Ich glaube, da müsste dann auch ein Kompass-Symbol eigentlich auf dem Boden erscheinen. Halt, Moment. Hier ist ein Minikit. Sesam öffnen. Ach du liebe Zeit. Ich dachte, das liegt einfach nur dahinter. Aber nein. Hier ist es. Und da darf ich bestimmt, also diese ganz vielen Pfeile, die da blinken, da darf ich bestimmt irgendwas anschießen oder sowas. Das weiß ich doch jetzt schon. Wenn da so viele blinken. Ruhe. Hier geht es irgendwie zum Kompass-Symbol. Oder ist es der reguläre Weg? Moment. Au. Habe ich nicht irgendwie unsterblich und vom Fallen gerettet werden aktiviert? Ist da noch eins, oder was? Das habe ich doch schon. Ach du Scheiße, geht's da noch weiter runter? Moment. Da will ich jetzt doch gerade mal schauen. Da ist doch so ein Griff, den ich rausziehen kann. Man läuft hier wirklich leicht Gefahr, etwas zu übersehen. Also... ah! Da haben wir eine Brücke in Gang gesetzt. Genau. Schauen wir doch erstmal, was hier drüben ist. Das ist auf jeden Fall optional. Da ist auf jeden Fall ein Kompass-Symbol. Viele Eingeborene. Von denen lassen wir uns jetzt mal überhaupt nicht beeindrucken. Hallo? Er hat gerade das Symbol nicht ausgewählt. Ach nee. Moment, dann war das das Falsche. Dann gibt es hier bestimmt wieder ein Fernglas. Hallo, jetzt hört halt mal auf mich hier. Also. Oh. Solange die mich bewerfen, wird das nichts mit dem Kompass. So. Ruhe jetzt hier. Ich habe zu arbeiten. Ich habe heute irgendwie einen Frosch im Hals. Ich muss auf jeden Fall noch mehr Kaffee trinken. Da ist das Fernglas. So. Jetzt dürfen wir bestimmt wieder einem Eingeborenen beim Buddeln zuschauen, wenn ich ihn finde. Nein, eine Krabbe haben wir da. Okay. Ach, das war schon. Sehr schön. 6 von 10. Okay, hier ist jetzt dann wohl nichts weiter. Das Kompass-Symbol ist auch weg. Und das zweite Kompass-Objekt in diesem Bereich, das ist wohl jetzt noch ein Stückchen weiter von uns entfernt. Ja, das zieht sich gerade ziemlich. Okay.
Oh ja, und ich sehe schon da drüben, da darf ich was anschießen. Okay. Wir lassen mal kurz den Kompass Kompass sein, sonst komme ich hier gar nicht mehr voran. Doch, da ist es doch. Ach nee, halt. So, da geht's hin. Mit Kanonen und ein Kompass-Symbol. Ja, geil. Alles, was ich mir wünsche. So. Kannst du mal stehen bleiben? Das krieg ich doch nie klein hier. So. Ich brauche eine Fackel. Das war schon wieder so klar jetzt. Jetzt schauen wir, wo unser Minikit ist. Das ist hier. Oh, er sagt sogar 8 von 8 Kompass-Symbolen. Das heißt, die anderen beiden... die haben wir dann wohl im Story-Modus schon geholt. Jetzt brauche ich eine Fackel. Wo kriege ich jetzt eine Fackel her? Die Frage ist, muss ich das wirklich mit den Kanonen machen? Aber wahrscheinlich schon. Also irgendwie muss ich jetzt hier noch an eine Fackel kommen. Ich könnte es natürlich nochmal mit dem Spanier versuchen, aber irgendwie... Einmal hat es geklappt, einmal nicht. Na, ich probiere das aber nochmal. Irgendjemand muss doch hier das anzünden können. Nee, er braucht eine Fackel, warum auch immer. Oder habe ich noch irgendjemand anderen? Ich weiß es nicht, ob hier irgendjemand grundsätzlich eine Fackel hat. Ich schaue gerade hier mal durch. Vielleicht muss es ja gar keine Fackel sein. Vielleicht kann es auch... Nee. Brauche ich auf jeden Fall. Und ich glaube jetzt ohne Kanone, jetzt nur mit Zielen oder sowas geht es glaube ich nicht. Nee. Also gut. Begeben wir uns mal auf die Suche. Irgendwo hier wird schon eine sein. Wahrscheinlich hinten bei den eingeborenen Hütten oder sowas. Ich will jetzt ja auch nicht zu weit spielen. Am Ende ist dann der Levelbereich zu Ende und ich habe mein Minikit nicht geholt. Abgesehen davon gibt es noch ein weiteres, das ich auch noch nicht habe. Nee, da war ich ja überall schon. Verdammt nochmal. Entweder brauche ich jetzt eine Fackel oder ich muss irgendwo rauskriegen, welcher Charakter das für mich erledigen kann. Ich schaue jetzt mal schnell zu den Eingeborenen, aber... Wenn da jetzt auch nichts ist... Nein! Ach, scheiße. Ich hab's befürchtet. Ich hab nur gedacht... Oh, Mann. Shit. Ja, da bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als euch das dann ranzuschneiden. Hilft ja alles nichts. Ja, toll. Nee, dann machen wir jetzt hier gar nicht weiter. Wir sehen uns dann quasi gleich wieder an der Stelle mit den Kanonen. Und ich werde jetzt quasi das Level verlassen, werde speichern. Das heißt, ich... so. Speichern und verlassen. Damit haben wir die bisherigen Fortschritte auf jeden Fall drin. Die gehen mir nicht mehr verloren. Ich muss nicht mehr nach Kompassobjekten buddeln. Und wie gesagt, ich schneide euch das dann ran und ihr seht uns quasi jetzt gleich wieder an der Stelle mit den Kanonen. Ja, da sind wir wieder. Ich bin so doof. Hier sind die Fackeln. Die stecken an der Kanone dran. Ich bin echt hohl. So. Kanonen schießen mache ich ja gern. Hier muss man jetzt allerdings schon ziemlich gut zielen. Okay. Und mir macht das eine Minikit noch ein bisschen Sorgen, das ich noch nicht gefunden habe. Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht schon dran vorbei bin. Es ging jetzt auch relativ schnell, wieder hier hinzuspielen. So. Ah, das klappt ja eigentlich ganz gut gerade. Na. So. So. 8 von 10. Und 1 oder 2 sind hier noch irgendwo. Da muss ich gerade nochmal den Weg herstellen. Das habe ich noch nicht gemacht. So.
Hoppala. Halt. Halt, halt, halt. Nein. Uiuiuiui. War ich zu ungeduldig? Ich muss quasi warten, bis die wirklich fest verankert ist. So. Links unten blinkt noch was. Verdammt nochmal. Ne, jetzt blinkt da. Jetzt blinkt es links oben. Wo muss ich denn da jetzt hin? Doch, das habe ich schon gemacht. Es blinkt rechts. Ich weiß halt nicht, ob die Stelle noch kommt. Ob das dann. Ne, beim eingeborenen Dorf kann es nicht sein. Da ist das Level dann zu Ende. Ich schaue jetzt nochmal. Also, ich weiß ja jetzt, wo das Level beendet ist. Das heißt, so weit werde ich jetzt gar nicht gehen. Das ist nämlich da diese Brücke. Zeigt mir das vielleicht sogar an, wo es zu diesem Minikit geht. Eigentlich hieß es ja, ich habe schon alle 8 Kompassobjekte gefunden. Hier unten ist irgendwas. Ja, aber da war ich doch gerade. Da sind doch nur die Kanonen. Im Übrigen falle ich da gerade runter. Kann ich hier vielleicht noch lang? Naja, nicht wirklich. Ja, das war das da drüben, aber das habe ich doch. Ach nee, da kommt tatsächlich noch was. Ja, aber das hatte ich doch schon geholt. Ja, da kommt jetzt nichts mehr, ja. Das ist mir schon klar. Mist. Und das andere war das Fernglas, das hatte ich auch schon. Nee, irgendwo habe ich hier ein Minikit übersehen. Und dass es jetzt mal links, mal rechts blinkt, das hat jetzt eigentlich gar nichts zu sagen. Weil wir laufen ja sowieso immer im Kreis um diesen Berg. Au. So. Hier war ich auch schon. Ach, da oben. Ach, ich blind, Mensch. Das hätte ich ja sogar schon beim ersten Mal holen können, glaube ich, oder? Ach nee, ich glaube, da wäre ich gar nicht hier rübergekommen. Ich habe das ja, diese Brücke erst freigeschaltet. Okay, jetzt haben wir 9 Minikits, aber es blinkt nichts mehr. Und in Sachen Kompass, da seht ihr unten rechts, 8 von 8, haben wir auch alle. Das heißt, jetzt kann ich guten Gewissens diesen Bereich verlassen und hoffen, dass ich im letzten Bereich des Levels das letzte Minikit finde. Und dann haben wir auch diese Folge mit Überlänge, die werden jetzt wahrscheinlich alle Überlänge haben, gemeistert. Ja, es ist immer ungünstig, wenn man sich halt selber aus einem Level rauskatapultieren kann oder aus einem Levelbereich. So. Ja, die Sachen, die hatten wir ja schon alle geholt. Die werden wir auch gleich nochmal holen müssen. Hier hole ich mir jetzt mal Davy Jones, denn ich glaube, wir müssen auf den Grund dieses Flusses. Tada! Ja, also hier schon mal nix. So einfach macht es mir das Spiel dann doch nicht. Da komme ich nicht weiter. Hier wird also ein Minikit erscheinen. Die Frage ist, was muss ich tun, damit es erscheint? Vielleicht muss ich die Krabbe rauslassen. Oder auf der Krabbe reiten. So, die Krabbe ist befreit. Ja, genau, ich muss auf ihr reiten. Es ist ein Krabbenrennen. Nee, ich muss einfach nur... Es ist schon so, es ist sogar schon zu sehen. Ich glaube, ich hätte gar nicht auf die Krabbe raufgemusst. So. Und ihr ahnt es schon, was das jetzt bedeutet. Ich wechsle mal kurz nochmal auf Jack. Wir haben 10 von 10 Minikits, wir haben 8 von 8 Kompass-Symbolen. Und das bedeutet, wir gehen zurück zum Hafen. Denn wir haben alles gemeistert in diesem Level. Das können wir uns jetzt hier gerade nochmal anschauen. Das habe ich ja beim letzten Mal übersprungen. Da hatten wir noch nicht alle Minikits, aber zumindest haben wir schon den goldenen Stein für die Kompass-Symbole bekommen. Jawohl. Und es gibt wieder blaue Stats, die wir so dringend brauchen. Wir haben jetzt schon, ja, fast 5,5 Milliarden. Und 43 von 85 goldenen Steinen. Das war der letzte, der gefehlt hat. Denn als ich es beim letzten Mal vorzeitig beendet habe, da habe ich den goldenen Stein bekommen für den wahren Piraten und eben für die 8 Kompass-Symbole. Ja, das soll es jetzt auch gewesen sein mit dem Kapitel 2.
des zweiten Films. Wir werfen noch kurz einen Blick aufs nächste Kapitel, das uns erwartet. Ein Hauch von Schicksal. Das klingt doch sehr nach Tierdrama. Ja, da freue ich mich schon drauf. Macht's gut, bis dann. Tschüss.